krieg's gerade irgendwie nicht auf die Kette, ein ordentliches Fundament daneben zu bauen. Weil ich nämlich dachte, man kann das vielleicht irgendwie einfach daneben setzen und das baut sich dann so ein bisschen von selbst irgendwie, aber das tut's halt nicht. Du kannst sonst auch automatisch, also diese Standardfundamente setzen. Custom. Aber die setzt da nicht hin, weil da brauche am Boden für. Okay. Kann ich da nicht bauen. Bei Custom. Was? Achso, der Wagen, der da reingefallen ist. Das ist der Wagen, der da reingefallen ist. Dö, 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 dö. Ja, den wir auch scheinbar gar nicht mehr rauskriegen. Ne. Es war Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Time to say goodbye. Das ist irgendwie so niedrig. Alter, ich. Während du, glaube ich, den ganzen Wald fällst, bin ich dabei, irgendwie zu versuchen, hier irgendwie ein Fundament zu bauen. Und ich stelle mich an, das glaubst du nicht. Also das glaubst du schon, weil du hast mich schon öfter erlebt, aber... Das ist jetzt zu hoch. Alex? Ja? Kann ich dir das Fundament überlassen? Können wir gleich machen, kein Ding. Dass du das dann erweiterst und ich helfe dir einfach beim Bäume holen oder so. Ich... Wohin möchtest du es erweitern? Nach rechts? Das ist eigentlich völlig wurscht. Der bleibt da unten. Der ist verloren. Also ich wollte es nach rechts erweitern so ein bisschen. Oder halt nach links. Eigentlich wäre es jetzt völlig wurscht gewesen. Hauptsache ordentlich. Ich habe es bloß nicht ordentlich hinbekommen. Ich habe es dann einfach abgebrochen, wie du ja gesehen hast. Gut, ich mache mich mal nützlich und hol mal Baumstämme und so. So, kannst du mal schauen, ob das so passt? Moment. Du bist bestimmt der Fundamentmeister. Und ich... Oh, Alter, das kann nicht wahr sein, Leute. Ich spiele wie der erste Mensch. Also eigentlich so wie immer. Ich wollte gerade sagen, ändert sich doch gar nichts, oder? Ja, kann man nehmen. Das ist nur das Problem, dass der Hammer ganz weit auf der anderen Seite ist. Und du dadurch nicht daran kommst. Was meinst du, dass der Hammer auf der anderen Seite ist? Der Hammer ist jetzt ganz rechts. Ah, okay. Das heißt, ich komme da nicht ran und falle ins Wasser. Also muss praktisch der Letzte immer als... Okay. Was ist denn hier los? Verstehe. Komm zu mir bitte, das hier Balken. Also ich habe irgendwo da in der Mitte angefangen, schon mal ein neues Wiegelchen zu bauen. Hier anfangen, ne? Das ist doch nicht der Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Ich mach das mal ein bisschen schräg, weil ich ein bisschen Sorge darum habe, dass die halt draufspringen können sonst. Ey, Alter, willst du mich verarschen? Fisch, stirb. Danke. Ich hänge mal noch ein bisschen Fisch auf, ja. Ich habe jetzt zwei gefangen. Dass du für deine harte Arbeit auch was zu essen kriegst, ne? Du sollst ja auch nicht leben wie ein... Wie sagt man es am besten? Naja, egal. Mir fällt jetzt gerade nichts Lustiges ein. So, jetzt müsste der Hammer da sein, wo er sein soll. Gut.
Jetzt ist er da, wo er sein soll. Gut. Jetzt müssten wir wahrscheinlich nochmal so einen Wagen bauen. Mhm. Wo ist der jetzt? Der 30 Stöcke. Wo ist der Wagen? Der Transportwagen. Advanced Traps, Defense, Boats, Signals. Ich baue gerade schon einen, oder wir können gerade theoretisch auch zwei bauen. Sehr gut. Da hast du aber auch echt wieder viel Holz gehackt. Ich dachte, wir gönnen mich mehr und so. Aber irgendwo muss noch mehr eigentlich sein. Da, hier so in die Richtung. Es sind noch ein paar. Ich hätte eigentlich gedacht, ich habe mehr gehackt. Weil du hast recht, ne? Wenn wir jetzt hier fertig sind, dann kann uns hier keiner mehr irgendwie überraschen. Genau, ich würde halt noch vor den Eingang von uns würde ich halt auch noch gerne so irgendwie ein paar Fallen oder so bauen, dass wenn die da versuchen drüber zu kommen, ja, dass sie da halt auf jeden Fall aufgehalten werden. Da kann jetzt nichts mehr drauf. Bin ich wieder da. Jetzt kann ich ja wenigstens sehen, wo ich hinfahre. Kannst du bitte zu mir kommen? Was denn? Ich brauche dich, dass du mich wieder belebst. Ich habe den Wagen angehalten, wurde in die Luft geschleudert und bin dann auf den Boden aufgeprallt. Da bist du. Das ist, irgendwas stimmt mit diesem Wagen nicht. Das ist jetzt schon das zweite Mal, dass es passiert ist. Ja, du liebst es einfach, einen guten Abgang zu machen. Naja, relativ. Ah, das ist, Alter. Oh, warte, wir hatten noch irgendwo so einen Dry Rig, oder nicht? Ja, da habe ich Fische aufgehängt. Das heißt, da müsste eigentlich irgendwas zu essen für dich da sein. Nee, das war jetzt gerade eher wegen... Also die Bauarbeiten, die weisen sich hier etwas schwierig. Was zum Geier, bleib doch mal hier. Zu denn hin? Dann nehme ich jetzt noch ein bisschen Fleisch in Gang. Also, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe gerade einen Balken aus dem Wasser holen sollen. Oder wollen. Und der ist jetzt gerade in die Luft geschleudert worden. Und auf der anderen Seite aufgekommen. Die Physics drehen irgendwie ein bisschen durch. Falls du dich nicht wunderst, dass du irgendwie plötzlich auf dem Mond landest. Du kommst nicht so gut dran, also musst halt wirklich an so einer Kante stehen. Hast du es? Ich komme nicht hin. Zwei habe ich geschafft und jetzt geht's nicht mehr. Also ich habe jetzt noch eins geschafft. Ich habe gerade den zweiten Balken versenkt und ich weiß nicht, wo er ist. Ist jetzt schon wieder dunkel? Ich sehe kaum noch was. Ja. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na, das ist ja jetzt also, nicht so. Wir müssen gleich auf jeden Fall mal ein Lagerfeuer oder so machen. Raw Meat? Ich hab Fleisch noch aufgehangen. Das. Collected. So, die müssen einfach eine Weile hängen, ne, damit was passiert. Mhm.
So, müssen wir noch mehr Holz holen, ne? Wie schaffst du das da immer noch dazu zu bauen? Wie machst du das? Indem ich an den Rand gehe, dann siehst du auf der ganz, ganz rechten Seite so ein Bausymbol. Dann drücke ich einfach ganz fix E und irgendwann baut das einfach dahin. Ist jetzt eher so Try and Error. Gerade versucht noch eine Ente zu treffen, aber irgendwie wollte er nicht so richtig. Aber es ist doch ein gutes Fundament, wenn wir dann auch noch den Weg für die so ein bisschen verbauen, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir da jetzt wirklich was draufhauen. So ein kleines Haus, ja, und so drei Racks, vielleicht auch so ein paar Schalen von Turtles. Mhm. Meine, wir haben jetzt genug Wasser, jetzt nicht, dass wir es brauchen würden, aber... Ich würde sagen, normalerweise wassertechnisch müssten wir da mit einem Topf oder so super gut aufgestellt sein. Jetzt kommt diese Problematik mit dem Feuerzeug. Jetzt wird es nämlich ziemlich dunkel. Und 60 Holz brauchen wir für diese Konstruktion. Alter. Ja, das ist halt nicht gerade ohne, ne? Also wir müssen ja auch, was da ja auch noch dazu kommt, ist, es geht ja in die Tiefe. Oh, ich vergesse jedes Mal, dass du da noch nicht drauf laufen kannst. Gut, dann haben wir jetzt ungefähr die Hälfte geschafft. Und jetzt wird's kalt. So, Lagerfeuer. So, ist fertig. Passt schon. Okay. Ja. So, ich hoffe, ich fange nicht wieder Feuer, aber jetzt kann ich es ja besser löschen. So. Soda trinken, einfach nur für die Energie. Also die Sache ist, wir könnten halt jetzt auch schon so eine Hütte hier hinbauen. Mhm. Zum Schlafen meinst du, so eine kleine Mini-Hütte? Genau, aber die Frage ist, mach mal so eine Blockhütte oder möchtest du eine kleine Blockhütte? Ich würde halt so eine richtig, richtig schöne Blockhütte da hinstellen. Am besten hier, weiß ich nicht, so ein Wall irgendwie, weißt du? Dass einfach hier nochmal so ein kleiner Wall rumgezogen wird bis zum Ende hindurch. Dass nicht irgendeiner uns, weiß ich nicht, keine Ahnung, da gibt es ja diese Feuerwerfer, dass die nicht direkt zu uns reinwerfen können, sondern schon noch die Mauer treffen müssen. Oh shit, was ist jetzt? Was war denn jetzt? Älter vielleicht? Oh. Macht Sinn. Und in die Lodge können wir uns ja dann so richtig schön irgendwie, so einen Kamin reinbauen und so. Ach, das wird schön. Ah. Und dann gehen wir da nie wieder raus, dann bleiben wir einfach da. Und leben von allem, was uns die hier geben mit Fischen und Enten. Die Kannibalen, lass mal Kannibalen sein. Die essen sich dann einfach selber auf und dann kommen halt nur so eine kleinen Mini-Babys raus, die sich überhaupt nicht mehr bewegen können. Dann ist eh irgendwann rüber. So, was hältst du von hier so? Warte. Du brennst. Alter. Wie war das nochmal mit der Compilation? Das gehört jetzt auch dazu, ja. Wenn Tobi Feuer fängt. Teil 1 bis... was auch immer. Müsste dann irgendwann mal was essen, irgendwie. So, zeig mal. Das ist die Hütte? Mhm. Und wo kommt man da rein? Hier. Aha. Genau, hier wäre der Eingang und links und rechts wäre ein Fenster.
Weil hier halt noch ein bisschen Schutz hinbauen und hier vorne müssen wir auf jeden Fall auch noch irgendwie eine Wand oder so hinbauen. Ja, ja, doch, 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 doch. Von da hinten kann nichts kommen, weil bei diesem Geländer werden die nicht ankommen. Da hinten ist so felsig, da kommen die sicherlich nicht. Genau, bei Kälte fall ich ins Wasser. Das ist ein... Gönn dir. Bin mal kurz zu freien, nimm mal Fleisch ab und hau das mal aufs Lagerfeuer, weil ich verhunger gleich. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber... Ich habe noch die Hälfte. Okay. Ich brate mir mal schnell was. 118. Nein. Ach, Alter, bitte. Was ist denn heute los mit mir? Ich habe so wenig Aufmerksamkeit gerade. Was ist das? Schutzball? Das ist eine Wand. Ist mal ruhig Fleisch, weil... Da, ich bin voll. Aber dann haben wir ja das andere Plateau abgegrenzt. Ja, ich habe hier jetzt eine Tür hingemacht. Ah. Bitte, bitte. Wir können auch hier rein theoretisch eine Tür hinmachen. Das ist aber dann nochmal so ein kleiner Schutz von den Angreifern, wenn die dann was werfen oder sonstiges, haben wir halt ein bisschen mehr. Und ich glaube, dass wir das da sicherlich auch wegnehmen können. Diesen Steg und sicherlich irgendwie so eine Art Treppe oder so bauen können, oder? Glaubst du nicht? Dass wir dann aus dem Wasser da irgendwie so raufkommen, weil die können ja nicht schwimmen und kommen da nicht rauf. Also das können wir auch machen. Bei mir war der andere Gedanke mit, wir stellen hier einfach davor so eine Schutzding, weißt du, mit diesen Spikes. Mhm. Dass sie da halt wirklich nochmal Schaden kriegen, wenn die dann versuchen, da raufzulaufen. Okay. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo schlafen können und dann... Weil bei Nacht irgendwie die Arbeiten da betreiben, ist halt irgendwie ein bisschen suboptimal. Das skaliert jetzt aber ganz schön. Hm? Kälte, Regen, Gewitter. Ja, die Hütte alleine sind dann irgendwas mit 118 Holz, ne? Ja, aber da freue ich mich drauf. Ein lauschiges Plätzchen. Kann man sich auch ein Bett reinbauen. Also das Schöne ist, wir können halt rein theoretisch hier, glaube ich, sogar sagen, das hier kommt weg. Und Nein. Das hier kommt weg. Gut, ich würde, glaube ich, fast die Arbeiten an dem Zusatzplateau mal kurz canceln und mich dann erstmal auf diese Seite fokussieren und dann kann man immer noch dieses Zusatzplateau dazu bauen. Sagst du? Mhm. Also jetzt einfach wirklich mal Holz sammeln, um ein Haus zu haben. Wollen wir die Wand hier noch wegnehmen? Ich glaube, von da kommt nichts. Ich glaube echt nicht, dass da was kommt. Schon weil es so eine Felsenumgebung ist, dass da, glaube ich, keiner irgendwie auf die Idee kommt, von der Seite uns anzugreifen. Okay, dann mache ich das erstmal weg. Ja. Wenn läuft, dann siehst du denn? Wo genau? Da. Wo nicht dieser Zusatz. Also. Ah, da hinten, ja. Ah.